Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Update und ihr seht schon, irgendwie sieht das anders aus. Ja, und zwar habe ich ein bisschen den Grafikstil geändert und auch ein wenig das Programm, mit dem ich das mache. 3D Game Studio kotzt mich mittlerweile mega an. Das kann mich mittlerweile kreuzweise und deshalb bin ich umgestiegen zu Unity. Und ja, ich habe dann dazu noch in ja, bisschen in Photoshop und so rumgespielt und ja, diese Kästchentexturen entdeckt, die ich ziemlich passend finde. Die sind so Comic, aber doch anspruchsvoller und nicht so eintönig, dieses einfarbige. Ja, ich habe jetzt hier schon so ein bisschen rumgespielt, hier Grastextur gemacht, hier so ein bisschen helleren Weg und alles so. Es liegt auch eine Normal Map drüber, erkennt man nicht so gut, aber man erkennt, dass es ganz leicht dreidimensional wirkt. Also da eine Normal Map drüber ist. Beim Gras ist keine, da erkennt man so ein bisschen Unterschied. Also hier sieht man, das sieht wirklich sehr flach aus. Bei dem Terrain sieht man, wenn man so ein bisschen auch in die Ferne guckt, das wirkt ein wenig dreidimensionaler. Auch wenn nur minimal, aber es wirkt halt so. Ja, ich habe hier flüssig 60 FPS drin, die Mausempfindlichkeit ist noch ziemlich schnell. Und ja, sollte ich das jetzt hier mit Unity machen lieber oder sollte ich doch beim 3D Game Studio bleiben? Und ja, das ist jetzt so gesagt die Frage, die ich an euch habe. Ja, hier habe ich so ein bisschen auf den Weg gezeichnet. Hier, Moment, so, da. Da noch so ein bisschen das Gras hier halt so hingesetzt. Ja, also Unity ist natürlich viel hochwertiger. Nur, das ist auch geil, wenn das Gras so mega hoch ist. Das ist voll geil. Nur habe ich natürlich ein Problem. Das Spiel kann ich erst veröffentlichen, beziehungsweise, wie jeder weiß, möchte ich das hier beruflich machen. Und, beziehungsweise, wer es noch nicht wusste, weiß es jetzt. Und, ja, das Spiel möchte ich halt auch später verkaufen, auch wenn er nur für 2-3 Euro über Steam Greenlight. Aber ein bisschen was möchte ich dafür gern haben. Problem ist da halt nur, ich brauche dafür Unity Pro, um das Spiel dann letztendlich verkaufen zu dürfen. Unity Pro kostet aber 1300 US-Dollar, sind etwa 1200 und ein bisschen Euro, glaube ich, wenn ich das richtig umgerechnet habe jetzt. Ja, deshalb, das ist so das einzige Hindernis noch. Und da muss ich gucken, also wenn ihr mich da unterstützen wollt, einfach mal auf die Werbung klicken oder so bei YouTube. Das bringt zwar immer nur Centbeträge, so ein Klick, das sind so 3 bis 5 Cent etwa, aber 3 bis 5 Cent näher an meinem Ziel. Und ja, ich werde jetzt jedenfalls mich erstmal bei Unity austoben, bisschen meine C-Sharp-Kenntnisse und so ein bisschen erweitern noch. Und ja, weil man macht hier ja viel mit C-Sharp, beziehungsweise C-Sharp, also Script-Gedöns und alles so. Ja, ich werde mich hier ein bisschen austoben, ich werde meine Modelle langsam alle, ja, ich muss hier erstmal eine richtige Textur geben, damit ich dann dieses Kästchenmuster anwenden kann und dann passt das schon alles. Und ja, ich werde dann hier nach und nach die ganzen Modelle rein importieren und das Ganze hier wieder aufbauen, die ganzen Funktionen wieder reinhauen. Und ja, aber Unity wird da wesentlich hochwertiger sein als 3D Game Studio. Und würde ich sowas hier mit so viel Gras, was sich auch noch hier im Wind bewegt, diese Menge an Gras in 3D Game Studio machen, guck mal, das bewegt sich alles hier im Wind hin und her. Das in 3D Game Studio, tut mir leid, aber da hätte ich jetzt keine. Ich habe hier 60 FPS ohne Einbrüche. Und ihr kennt das aktuelle Level, was ich da habe, da ist keine Bewegung drin, da sind drei Zombies, die hinterherrennen, da sind mittlerweile auch keine Schatten mehr drinne und ich bin dann so 58, 59 FPS knapp und hier habe ich riesiges Terrain schon, haufenweise bewegendes Gras und ich habe hier noch nicht mal minimale Einbrüche. Das ist der Hammer. Ab und das Umgucken laggt noch so ein bisschen, aber das ist, weil die Mausempfindlichkeit so hoch ist. Und wenn ich auch nur minimal mich bewege mit der Maus, dass es dann halt immer so einen kleinen Bildsprung gibt. Versteht ihr? Da muss man halt noch ein bisschen einstellen und dann ist alles gut. Aber auch hier diese Texturgröße, was hier über dem Terrain liegt, das würde alles bei 3D Game Studio schon alles laggen und das ist einfach hier viel, 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 viel besser. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich da irgendwie hinsichtlich unterstützen könnt. Wenn ihr spenden möchtet,
Ich zwinge euch dazu nicht, aber wenn ihr spenden möchtet, schreibt mir eine PN, dann können wir weitere Sachen klären. Wie gesagt, es ist nicht Pflicht. Wer spenden wird, wird von mir halt auch das Spiel, wenn es fertig wird. Ich kann es nicht versprechen, ich möchte mich hier auch gar kein nicht festlegen. Wer weiß, was ist, vielleicht sage ich mir auch irgendwann so, ach, fickt euch doch alle mal ins Knie. Ich habe jetzt überhaupt gar keinen Bock mehr drauf oder keine Ahnung, man weiß ja nie, was die Zukunft einem bietet. Vielleicht habe ich auch einen Autounfall oder was weiß ich. Dann kann ich das logischerweise auch nicht weitermachen. Also ich lege mich hier in gar keinem Fall fest. Aber ich würde mich halt über Unterstützung freuen. Jupp. Und soweit dazu. Wie gesagt, ich versuche jetzt auch, wir gucken mal, ob Rewe irgendwie einen Platz frei hat. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen Geld zusammen. Jedenfalls Unity Pro, nächstes Ziel. Und in der Zeit werde ich mich hier schon mal richtig austoben, weil das ist praktisch. Ich kann jetzt in Unity Free hier alles schon bauen. Bis auf so Wasser, weil Wasser gibt es ein bisschen Besseres in Unity Pro. Aber so die ganzen Grundsachen kann ich schon mal machen und auch programmieren und alles so. Das ganze Inventar kommt wieder und. Und ja, das bietet auch hier viel mehr mit Bildschirmauflösungen und. Ja. Also wesentlich besser. Ich finde das so geil, durch das Gras hier zu laufen. Yay. Okay, die Mausgeschwindigkeit ist echt brutal schnell. Juhu. Naja. Also ich finde es ziemlich geil. Und ja. Oh, die Texturen so geil. Es ist einfach, ich finde es, ich bin glücklich. Unity Pro, mein nächstes Ziel. Wie gesagt, über Unterstützung würde ich mich freuen. Einfach auch mal vielleicht auf die Werbung klicken. Video liken, damit das noch ein paar mehr sehen. Also das ist jetzt kein Gebettel, nur das ist das halt, was mir hilft. Und da würde ich mich halt riesig drüber freuen. Und ja, ich sag dann danke und auf Wiedersehen. Und ich habe übrigens einen Let's Play-Kanal. Jetzt kann ich ja so ein bisschen noch nebenbei Werbung machen. Der heißt LPHEI97, also LPHEI97. Habe ich jetzt vorhin mein. Vorhin? Ja, vorhin mein 600. Video freigeschaltet. Also, wenn ihr Lust habt auf Let's Plays, einfach mal vorbeigucken. Beziehungsweise der Kanal steigt langsam um. X, bisschen Schluck auf. Steigt langsam um zu Reviews. Und zusammen mit dem Yogi Bär, einen guten Freund von mir. Und ja, würde mich mal freuen, wenn ihr auch da vorbeischauen könnt. Und eure Meinung einmal abgeben könnt. Und ja, ich sag dann erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Boah, ich finde das immer noch so geil. Ich muss vielleicht noch das Sonnenlicht ein bisschen runterstellen. Ich finde das ist noch ein bisschen hell hier, so ein bisschen. So, mir ein bisschen zu hell, muss ich noch das Sonnenlicht ein bisschen runterstellen. Aber soweit perfekto. Meine Maus hier, da muss ich auch noch ein Fadenkreuz in der Mitte haben. Aber ich finde das so geil, auch mit dem Gras hier, dass das dann unterschiedliche Farben, Höhen und alles so. Die Map habe ich jetzt hier, ja, mit dem ganzen Texturen machen, also plus Texturen machen, habe ich jetzt hierfür eine Viertelstunde gebraucht. In 3D Game Studio hätte ich dafür locker eine Stunde gebraucht hier. Weil da gibt es nicht so eine schöne Funktion, dass das Gras unterschiedlich hoch ist. Und dann noch gefärbt, das könnte man dann alles programmieren. Aber bis man das programmiert, ist ja auch. Und das war hier vorgegeben. Das habe ich einfach so hin und fertig. Das ist halt einfach Hammer. Das ist. Ich find's geil. Ich freue mich. Ich sag Tschüss und auf Wiedersehen. Ich gehe jetzt mal eine Runde C-Sharp und den ganzen anderen Kram hier noch lernen. Und beziehungsweise auffrischen ein bisschen. Und ich sag dann erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Und boah, muss man noch höheres Gras machen. Ich finde das so geil. Puh, ich bin weg, ne, Leute. Ich bin erstmal froh. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und ich lade erstmal das Video gleich hoch. Bye.